Hier wird ein neues Kapitel der Eigenenergieversorgung aufgeschlagen oder genauer gesagt eine neue Tür geöffnet. Von E3DC-Vertriebsleiterin Nadine Schubert und Solateur Karl-Heinz Simmet mit seinem Team von der Solarpur AG. Heute geht es um die Nachrüstung eines Stromspeichers für eine bereits bestehende Photovoltaikanlage. Und hier versucht Nadine gerade nach der Batterie zu schnappen, doch Karl-Heinz leistet den vollen Kundenservice alleine. Nadine trabt also freudig hinterher. Neukirchen vorm Wald in der Nähe von Passau. Dort kann man auf dem Dach der Autowerkstatt und Lackiererei Schotte schon von Weitem die Photovoltaikanlage sehen. Die Energiewende ist auch bei den mittelständischen Betrieben inzwischen angekommen. Der Schotte wollte ganz klar seinen sehr hohen Energieverbrauch, den er so durch seinen betrieblichen Einsatz hat, wollte er reduzieren und wollte also sich unabhängiger machen von zukünftigen Strompreissteigerungen. Autarkie, wie man es jetzt da eigentlich auch perfekt singen, weil die Energiepreise werden immer mehr und dieses Entkoppeln ist ein großer Wunsch vom Herrn Schotte gewesen. Die Rede ist von Albert Schotte. Der Neukirchener ist ein Meister seines Fachs, was die Autolackiererei angeht. Schon lange dachte der Handwerksmeister über eine Eigenenergieversorgung nach. Es wurde auf uns zugetragen vor ca. 10, 15 Jahren. Da waren die ersten Angebote für PV-Anlage mit ungefähr 50 kW 440.000, 450.000 Euro. War unerschwinglich, konnte keiner bezahlen, wurde abgelehnt, ist ganz klar. Konnten wir nicht stemmen, hätten wir nie finanzieren können, wie auch immer. Und somit wurde es eben beiseite gelegt. Unser Energiebedarf ist immer hoch gewesen, also nach wie vor auch heute noch. Die Ausgangssituation. Ein Gewerbebetrieb mit Firmengebäude von 1996. Der Strombedarf immens, 50.000 Kilowattstunden. Bei einem günstigen Gewerbestrompreis von 22 Cent pro Kilowattstunde kommen pro Jahr brutto 11.000 Euro zusammen. Gerade für Gewerbebetriebe lohnt sich heute die Energieeigenproduktion und Versorgung. Denn die selbstproduzierte Kilowattstunde ist um rund 50% günstiger als der Bezug aus dem Netz. Und das spart viel Geld. Gerade weil man bei Schotte für alles permanent Strom braucht. Nicht nur für die Beleuchtung, auch und gerade für die Lackierkabinen mit ihren Generatoren zur Luftabsaugung und Filterung. Die Energieeigenversorgung war da nur folgerichtig. Wir zahlen ungefähr 1200, 1400 Euro pro Monat Abschlag nur für Strom. Und haben gesagt, wenigstens die Hälfte schauen wir jetzt mal, ob wir es wo sparen können. Das war eben der Entschluss dann. Und unsere jetzige Anlage kostet ungefähr 60.000, 65.000 Euro. Und da wurde mir dann auch angeraten, sofort einen Speicher mit dazu zu nehmen, damit ich eben auch unabhängig bin, wenn es mal nicht so schön ist draußen, wenn es länger wird, wenn man früher beginnt und. Und darum haben wir das jetzt einmal so durchgezogen. Nicht nur Photovoltaikanlagen halten inzwischen Einzug in die Betriebe, sondern auch die Stromspeicher. Dafür gibt es von E3DC jetzt den Quattroporte, um die selbstproduzierte Energie weitgehend selber verbrauchen zu können. Das ist jetzt der große Vorteil, weil wir jetzt von der Firma E3DC diese Ergänzung mit dem Quattroporte-System, weil jetzt halt wesentlich flexibler auf sämtliche Anforderungen reagieren kann. Also erstens beim Herrn Schotte durch einen Gewerbebetrieb, wo ich einfach dann vielleicht mit diesem Wechselstrom-AC-System Quattroporte sehr gut ergänzen kann. Aber auch bei größeren gewerblichen Anlagen, wo ich halt kein vernünftiges Gleichstromsystem nicht bauen kann, kann ich das jetzt mit Quattroporte dann dementsprechend ergänzen oder bedienen, sage ich mal, so diese großen Stromverbräuche. Und was dann der zukünftige Schritt wird, das ist ja, wenn die ersten PV-Anlagen auslaufen, aus dieser EEG-Förderung rauskommen, dann ist es, und wir wissen ja nicht, wie viel Förderung das wir noch bekommen, dann wird es die perfekte Ergänzung für die bestehenden Anlagen, die schon 20 Jahre alt sind. Die PV-Anlage besteht seit Mitte 2018 und besitzt eine Leistung von 38,2 kW Peak. Als Stromspeicher verbaute Solarpur einen Quattroporte Due XXL mit einer Speicherleistung von 26 Kilowattstunden. Bereits vorhanden war im Betrieb eine Ölheizung. Und hier kommt er, der Quattroporte.
ein Stromspeicher für die modulare Energieversorgung von Bestandsanlagen und AC-Anwendungen sämtlicher Leistungsklassen. Hier kommt Karl-Heinz Simmet mit Nadine Schubert, die sich nun doch noch ein Batteriepack geschnappt hat. Gentleman Simmet lässt Nadine ihren Willen mit anzupacken. Den Weg zur Eigenenergieversorgung von Betrieben beschreibt die E3DC-Vertriebsleiterin so. Im ersten Schritt wird natürlich erstmal geschaut, okay, was kann ich dadurch schon einsparen, dass ich überhaupt eine PV-Anlage auf dem Dach habe, die halt direkt Energie erzeugt. Man sieht aber dann natürlich vielfach auch schnell, auch wenn tagsüber der größte Verbrauch hier auch ist, dass es vielleicht den einen oder anderen oder die eine oder andere Situation gibt, wo halt einfach eine Speicherung Sinn macht, einfach weil die Sonne vielleicht in dem Moment nicht so da ist und ich die Energie dann in dem Fall aus dem Netz beziehe, beziehungsweise wo die Sonne sehr viel scheint, Energie produziert und ich sie vielleicht gerade nicht abnehmen kann. Und dann kommt halt der Speicher ganz klar ins Spiel und deckt dann genau diese Lücken ab und verhilft dem Kunden dann zu maximaler Autarkie bezogen auf Jahresstromverbrauch und die Erzeugung, die bereits auf dem Dach ist. Eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher ist für Betriebe deshalb so wichtig, weil es neben Maßnahmen zur Energieeffizienz der einzige Weg ist, Energiekosten massiv zu reduzieren. Bei Schotte hat man diese Möglichkeit glasklar gesehen. PV-Anlage ist eigentlich das Einzige, was man direkt nutzen kann, da man sagt, okay, wir bringen unseren Stromverbrauch durch eigengenutzten Strom jetzt runter und brauchen nicht mehr so viel zukaufen. Das ist eigentlich der einzige Schritt, den wir hatten. Es ging nichts anderes. Der Quattroporte treibt den Grad der Eigennutzung von Energie und damit die Wirtschaftlichkeit massiv nach oben. Nicht genutzten Strom in das Netz für einen relativ geringen Betrag einzuspeisen und dann teuer wieder zurückzukaufen, macht wenig Sinn. Sinn macht es, den preiswert selber produzierten Strom zu speichern und bei Bedarf zur Verfügung gestellt zu bekommen. Genau das macht der Quattroporte jetzt bei der Lackiererei Schotte. Genau das braucht man, um die Wirtschaftlichkeit des Betriebes auch in Zukunft gewährleisten zu können. Denn im normalen Betriebsalltag gibt es nicht allzu viel Stellschrauben, an denen man drehen kann, um die Kosten irgendwie im Griff zu behalten. Diese Kostenexplosion in unserem Handwerk, egal ob es jetzt das Material ist, ob die Auflagen sind, ob das irgendwelche Filter sind, ob es das Personal ist, das ist ganz klar, das muss man irgendwie eindämmen. Und dann hofft man natürlich, dass man es zumindest beim Strom dann weg hat. Das ist mir. Und so kommt der Quattroporte in das Haus. Nur wenige Stunden dauert die gesamte Installation. Quattroporte ermöglicht eine modulare Energieversorgung für Bestandsanlagen und AC-Anwendungen sämtlicher Anforderungen. Wir haben ja wirklich die Möglichkeit von einem UNO, also einem Gehäuse mit Batteriewechselrichter, Connector und Batterie direkt drin, das auch noch nachträglich zu erweitern. Also ich sage mal, man könnte auch sagen, okay, der Herr Schott möchte erstmal sehen, was so ein Speicher überhaupt bringt. Das heißt, man fängt klein an und kann auch das ja nachträglich wirklich noch erweitern. Bei Mini, wenn ich mich dafür entscheide, dann habe ich natürlich den Wechselrichter schon drin und kann dann eben nicht noch 10 kW aufs Dach bauen. Das wäre hier vollkommen egal, weil ich kann einfach einen zweiten Turm, erstmal das zweite Gehäuse natürlich, um aus dem UNO ein Duo zu machen und dann halt wirklich auch mit Türmen erweitern. Und dann wiederum, wenn ich turmweise erweitere, bin ich ja auch komplett frei in der Kapazitätserweiterung auch über ein Jahr, weil dann ist das System an sich unabhängig oder der Turm an sich unabhängig und ich muss mich nicht mehr an das eine Jahr Batterienachrüstzeit halten. Diese Modularität und damit Flexibilität ist ein absoluter Trumpf des Quattroporte. Egal ob 26 Kilowattstunden bei 4 Modulen oder bis zu 78 kWh Speicherleistung, alles kann in einem System zusammengeschlossen werden. Wer noch mehr Speicher benötigt, kann sogar mehrere Systeme über das Energiefarming miteinander verbinden. Und über das Connector-Modul, also die Kommunikationsschnittstelle der Quattroporte-Serie, erfolgt das gesamte Energiemanagement. So organisiert man heute eine effiziente und preiswerte Eigenenergieversorgung in modernen Betrieben. Und genau so macht man es bei Schotte, denn dort hat man sich einen Kopf über das Thema gemacht. Warum sind die anderen Unternehmen nicht so weit? Warum sind die nicht so weit? Vielleicht, weil sie einfach den Strom oder die Energie, die sie verbrauchen, vielleicht auch nicht so viel Energie verbrauchen, als fixen Kostenpunkt drin haben. Okay, das erwirtschaftet die Firma, Ende. Und denken nicht weiter drüber nach. Aber irgendwann wird es, bei uns auch mit Heizöl, wird es mal die Ressourcen erlöschen. Irgendwann muss man mal was ändern. Und auch in meinem Handwerk ist es so, früher, da wurde
Grundierung, Füller, alles konventionell getrocknet. Das heißt, wir heizen den Raum ja auf 60 Grad auf, dann ist das, die Füllerschicht trocken, annähernd trocken, durchgetrocknet. Und heute machen wir das Ganze mit Licht. Wir spritzen einen Füller auf, stellen eine Lampe dran, 8 Minuten ist das Ganze trocken und wir fangen an zu schleifen. In den 8 Minuten kann ich Farbe mischen und kann schon wieder weiterarbeiten. Also die Prozesse beschleunigen sich immer. Schon nach kürzester Zeit ist das fitte Montageteam von Solarpur fertig. Der Quattroporte ist ein relativ neues Produkt von E3DC. Sonst installierte man immer die Hauskraftwerke. Doch hier gibt es schon eine bestehende PV-Anlage mit Wechselrichter. Da passte der Quattroporte ideal dazu. Zur vorhandenen Infrastruktur und zum Leistungsprofil der Anlage. Die PV-Anlage ist relativ groß, also könnte das über unser Hauskraftwerk gar nicht abgedeckt werden. Es müsste sowieso ein zusätzlicher Wechselrichter dann in Betrieb genommen werden, der wiederum eh nur AC-seitig dann auch die Batterien laden würde. Und wir haben beim Quadroporte einfach viel mehr Möglichkeiten. Dadurch, dass hier schon die PV-Anlage im Bestand ist mit den Wechselrichtern, geht das Ganze wirklich über Plug and Play. Ich meine, die Kollegen haben jetzt 1,5 Stunden gebraucht, um das System zu installieren. Also mussten wirklich nicht viel machen, das Ganze AC-seitig anschließen und dann das System kurz übers Laptop in Betrieb nehmen und dann läuft es. Und so sieht das System dann fertig installiert aus. Dank des Quattroporte erweitert sich das Ausmaß der Energieeigenversorgung um große Dimensionen und damit auch die Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage. Die Autarkiequote bei Schotte wird hervorragend. Ja, jetzt gehen wir jetzt bei ihm aus, dass er sich zu ca. 60% autark machen kann, 60% Unabhängigkeit gegenüber zukünftigen Strompreissteigerungen erreichen kann. Das ist doch ganz gut, oder? Das ist sehr gut, würde ich mal sagen. Ja, nachdem der Schotte sehr viel Energie braucht, ist das ein sehr passabler Wert, ja. Kontrollieren lassen sich alle Werte im E3DC-Portal, welches sich ganz einfach über das eigene Handy einsehen lässt. Als Vertriebsleiterin von E3DC weist Nadine immer wieder darauf hin, dass die Banken meist vollkommen unproblematisch die Finanzierung solcher Anlagen übernehmen. Und so war es auch bei Albert Schotte, der alles sehr schnell bei seiner Hausbank unter Dach und Fach bringen konnte. Nachdem das die Firma ja zum größten Teil abbezahlt ist, für PV-Anlagen ist kein Thema. Die wissen, das amortisiert sich relativ schnell, war eine kurze Anfrage und dann ist das gelaufen. Also das war kein Thema. Und so sieht die Energiezukunft bei der Lackiererei Schotte aus. 37.573 Kilowattstunden erzeugt die PV-Anlage. 30.000 kWh lassen sich davon selber verbrauchen. Dies bedeutet eine 60%ige Autarkie. 40%, rund 20.000 Kilowattstunden, bezieht man noch aus dem Netz. Man sieht also, dass sich der Betrieb ganz wesentlich selber mit Energie versorgen kann. Das eigene Dach ist also Gold wert und in 9 Jahren ist die gesamte Anlage abgezahlt. Diese Amortisationszeit von 9 Jahren, ist Ihnen das nicht zu lang? Da bei mir der Junior nachkommt, spielt es keine Rolle. Ich übergebe und er wird sich freuen. Also nein, ist nicht zu lange. Wir sind mittlerweile schon 18 Jahre hier, die Zeit vergeht so schnell. Also auch diese Zeit, die wir die Anlage abzahlen, wird vergehen. Und wenn ich es nicht mache, dann zahle ich es an öffentlichen Lieferanten. Ich musste den Strom sowieso kaufen. Also ist egal, ob ich es in meine Tasche dann finanziere oder ob ich es weggebe. Ich muss sowieso den Strom, den Energiebedarf habe ich, den brauche ich. Und nach diesen 9 Jahren gibt es die ganze Energie umsonst. Für viele weitere Jahrzehnte. Genau das erklärt Solarpur seinen Kunden. Die Infrastruktur für die Eigenenergieproduktion ist heute sagenhaft preiswert. Und jetzt bewegen wir uns wieder in den Bereich rein. Die Strompreise werden steigen, Atomkraftausstieg etc. Und jetzt, durch das, dass diese Preise ja noch runtergegangen sind, im Modulbereich, im Wechsel- bzw. im Speicherbereich, jetzt besteht da für die Gewerbetreibenden mehr die Möglichkeit der Refinanzierung. Weil, ja, das ist auch mit der großen Entscheidungsgrund. Für Gewerbebetriebe sind extrem wirtschaftliche Lösungen für die Eigenenergieproduktion samt Speicherung nun vorhanden. Es ist jetzt an den Unternehmen, diese Möglichkeit zu nutzen. Die Voraussetzung dafür? Trotz der Anstrengungen des täglichen Betriebs, sich für einen Moment Gedanken über dieses Thema machen und sich einfach beraten lassen. Albert Schotte ist genau diesen Weg gegangen und hat für seinen Betrieb Energiekostensicherheit für die Zukunft geschaffen.
Das spart heute sofort Geld und in der Firma weiß man für alle Zeiten, was der größte Teil der benötigten Energie kosten wird und dass es dafür nie wieder eine Preissteigerung geben kann. So kann man dem Betriebshund mehr Leckerlis kaufen. Nadine Schubert und Karl-Heinz Simmet können also zufrieden das Kapitel Eigenversorgung bei der Kfz-Werkstatt und Lackiererei Schotte schließen. Alles Weitere läuft hier mit Energie-Eigenversorgung. Preiswerter, zukunftssicher und klimaschützend. Die Energiewende ist hier bei der Wirtschaft angekommen. Und bei Ihnen auch?